Eine Oase der Ruhe und Beschaulichkeit, mitten im Eupner Stadtzentrum. Das kleine Paradies verbirgt sich hinter einem alten Bauernhaus, in dem Michaela Schumacher mit ihrer Familie lebt. Die gebürtige Eiflerin liebt ihren Garten. Hier kann sie ihrer Leidenschaft nachgehen, die sie seit ihrer Kindheit pflegt und jetzt auch zum Beruf gemacht hat. Das Sammeln und Verarbeiten von Heilpflanzen. Ich habe erstmal mit den gängigsten natürlich angefangen, diese einfach reinzupflanzen, Melisse, Minze, so die ganz klassischen Kräuter. Dann habe ich mir auch viele Pflanzen wild ausgegraben und hier in den Garten reingesetzt, denn oft sind ja diese wilden Kräuter, die so gemischt mit anderen Pflanzen in der Natur stehen, kommen gar nicht so wirklich zur Geltung. Beispielsweise der Baldrian hier vorne, den kennt kaum jemand. Die Wirkung des Baldrians ist oft bekannt, aber die Pflanze kennt keiner, obwohl es eine Wildpflanze ist. Und insofern ist es auch ganz schön, die mal so separat im Garten zu sehen und auch ihren Zierwert dann auch noch zu entdecken. Die Heilpflanzen stehen im Herzen der bäuerlichen Gartenanlage von Familie Schumacher. Vorbild dafür waren die alten Klostergärten. Man hat mehrere Felder und in der Mitte ein Rondell, was ein Zentrum bildet. Das ist so das Herzstück unseres Gartens. Darin habe ich teilweise Gemüse, aber eben auch die Heilpflanzen angebaut. Und drumherum gibt es eben neben den Rasenflächen viele andere Beete, wo viele Pflanzen drinstehen. Jetzt gerade sind die Rosen in voller Blüte. Im Hochsommer sind es dann andere Pflanzen, die eher Blickfang sind. Und viele Zierpflanzen sind teilweise auch gleichzeitig Heilpflanzen. Und so habe ich eben im ganzen Garten eigentlich Heilpflanzen verteilt. Und damit man sie gut erkennen kann als Besucher hier im Garten, habe ich sie dann auch gekennzeichnet mit einem Schild. Also überall, wo ein Schild steht, das sind Pflanzen mit Heilkraft. Das Wissen über die Heilkraft der Pflanzen hat Michaela Schumacher durch eine Ausbildung in Aroma- und Phytotherapie erworben. Hier gibt sie es in Seminaren weiter. Der eigene Garten liefert dafür das Anschauungsmaterial und führt vor Augen, wie reich der Schatz der Natur ist. Es gibt tatsächlich Pflanzen, die wirklich ein unglaublich breites Wirkspektrum haben. Da gehören sicherlich die Kamille dazu, die Schafgarbe, der Salbei. Das sind wirklich so Klassiker, die sehr weites Wirkspektrum haben. Und wenn man eine solche Pflanze hat, dann ist man echt schon in ganz vielen Bereichen abgedeckt. Magen, Darm, Kopfschmerzen je nachdem oder auch Hauterkrankungen kann man dann teilweise alles mit einer Pflanze behandeln. Nicht nur wegen ihrer vielfältigen Wirkung sind die Heilpflanzen attraktiv. Auch optisch haben sie einiges zu bieten. Im Frühling und Sommer zeigt sich der Garten von seiner schönsten Seite. In jeder Woche oder in jedem Monat gibt es irgendwie eine Pflanze, die besonders schön ist. Und dann gerade in dem Moment ist sie sicherlich meine Lieblingspflanze. Von der Heilkraft würde ich sagen, ist hier vorne die Schafgarbe einer meiner Favoriten, weil sie eben auch eine besondere Vielfalt an Heilkräften hat und ich diese Pflanze einfach sehr gerne mag. Der Garten ist aber nicht nur Michaela Schumachers Arbeitsfeld. Hier finden sie und ihre Familie auch Ausgleich und Entspannung. Der Garten ist irgendwie so ein Ruhepol für uns, für unsere Familie halt. Wenn morgens oft vor der Arbeit gehen wir eine Runde durch den Garten oder auch abends, immer wieder sind wir im Garten. Das ist wirklich so eine Oase hier. Und dieses Grün und diese bunten Blumen, all das tut einfach auch der Seele gut. Die Freude am Garten will Familie Schumacher teilen. Am 15. und 16. August öffnen sie ihre Gartentore in der Eupner Bergstraße für die Öffentlichkeit.